Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute stelle ich euch das Spiel The VR Canyon vor. Und The VR Canyon ist ein Indie-Titel, das hat eine Person komplett selbst entwickelt und ja, der stammt aus Österreich. Entwickler ist Wild Monkey Games und das Spiel kommt am 7. Januar raus auf Steam und ja, soll, glaube ich, lasst mich nicht lügen, 12 Euro kosten, ist auch nicht viel. Und wenn man bedenkt, dass das ein Indie-Titel ist, dass das nur eine Person gemacht hat, ist echt, echt gelungen und muss man den Hut ziehen, dass eine Person sowas komplett alleine schafft. Immer im Hinterkopf behalten, man kann es nicht mit solchen Titeln wie The Climb und sonst was vergleichen. Also den Fehler darf man auf keinen Fall machen, denn The Climb ist von einem Riesenstudio, die haben ganz andere Möglichkeiten und das hier ist nur eine Person, von daher, ja, lege ich meine Bewertung dahingehend auch anders aus, als wenn ich jetzt einen AAA-Titel irgendwie bewerten soll, weil man muss natürlich das Budget auch vergleichen, also meiner Meinung nach und natürlich auch den Kaufpreis vom Spiel selber. Das 12 Euro kostet, ist es auch nicht so viel. Wenn es jetzt irgendwie 30 oder 40 Euro kosten sollte, werde ich natürlich dann auch nochmal ganz anders bewerten, als wenn es halt ein bisschen günstiger ist. Okay, schauen wir uns einfach mal die Steam-Seite an. Und schauen wir uns mal ganz kurz, hier gab es auch noch einen Trailer. Können wir uns mal so ganz so ein bisschen nebenan laufen lassen. Also vom Look her geht es vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Ist gelungen. Klar gibt es da Texturen, die sehen natürlich nicht so mega prickelnd aus. Das Klettersystem ist auf keinen Fall vergleichbar mit The Climb. Deshalb sage ich das auch nochmal. Also nicht vergleichen mit The Climb. Es soll einfach eine nette Erfahrung sein, wenn man irgendwie in so einem Canyon feststeckt. Wie kommt man raus und so weiter. Und ja, ich finde, das ist ganz gut eingefangen worden, diese Überlegung. Wie ist es, wenn ich da wirklich zwischen riesigen Felsen stecke und da sind überall Bachläufe und so weiter und so fort. Also ich fand es ganz stimmig. Aber im Spiel werde ich da halt auch noch ein bisschen weiter zu erzählen. So, unterstützt wird die Valve Index, HTC Vive und Oculus Rift. Also ich habe es mit der Valve Index jetzt getestet und es läuft auf jeden Fall ohne Probleme. Und ja, HTC Vive habe ich jetzt nicht mehr, kann ich nicht testen. Mit der Oculus Rift S lief es auch, also auch kein Problem. 7. Januar kommt es raus. Ja, das war es eigentlich erstmal. Ich werde alles auf jeden Fall in die Beschreibung verlinken, dass ihr da auch mal reinschauen könnt, wenn euch das Spiel eventuell gefällt, das Video gefällt. Dann schaut auf jeden Fall mal rein und unterstützt den Entwickler, wenn euch das Video gefällt. Ja Leute, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. Willkommen im Spiel The VR Canyon und ja, schauen wir uns jetzt mal ganz kurz um. Sieht echt schon mal cool aus. Soundeffekte, man hört Wasserfälle, man hört Vögel zwitschern. Ist ganz cool gemacht. Hier sehen wir jetzt zwei Holzhütten und in dieser hier wird uns so ein bisschen über die Steuerung erklärt. Vive Controller, Oculus Touch Controller, Vive Index ist jetzt hier noch nicht drin. Man kann es auch im Sitzen spielen, da gibt es dann auch hier so eine Möglichkeit für. Und genau, wir haben hier noch eine Uhr, wenn man da drauf schaut. Kann man ins Menü, man kann beenden und so weiter. Was ganz wichtig ist, dass man jetzt seine Größe einstellt. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die Optionen an. Ja, hier haben wir halt Volume, hier haben wir halt Links- oder Rechtshänder-Support. Das ist jetzt angehakt. Meiner Meinung nach ist es noch falsch, denn wenn ich es anhake, ja, kann ich steuern mit der linken Hand und rechte Hand oder rechten Thumbstick habe ich dann halt Snap-Turn. Und das ist ja eigentlich Rechtshändermodus. Wenn ich Linkshändermodus hätte, wäre ja hier bewegen. Und genau, halt andersrum. Aber ist egal, es funktioniert auf jeden Fall. Links- und Rechtshänder-Support ist da. Muss man hier nur nochmal halt was ändern. So, das ist ganz wichtig. Body Height. Macht man einmal Set. Man steht ganz normal und drückt Set und dann braucht man nur noch Apply. Ja. Und dann ist man schon fertig.
Es gibt hier noch diese Armswing-Methode. Das heißt, wenn man dann irgendwie sich bewegt, ne, kann man dann so laufen. Das sagt mir überhaupt nicht zu. Ja. Schauen wir uns mal ganz kurz da hinten um. Wir drücken hier nochmal Apply. So, also die Größe sollte man definitiv vorher einstellen. Gehen wir hier zum Wasserfall. Oh. Ha. Ein Feuer. Kann ich mir die jetzt aufpieksen hier? Ha! Wie geil ist das denn? Sieht fast aus wie ein Seestern jetzt. So, als Vegetarier grill ich mir hier jetzt mal ein paar Würstchen. Und fertig. Gegrillter Seestern. Kann ich jetzt auch essen? Ja, der macht auf jeden Fall irgendwas. Und weg sind sie. Cool gemacht. Feuer sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ah, du kannst dich jetzt hier mal beruhigen, ne? Come down. So, schauen wir uns jetzt hier mal. Ja, Wasser sieht auch vollkommen in Ordnung aus. Erinnert mich so ein bisschen am Spiel VR Kayaking. Da sah es, glaube ich, ähnlich aus, das Wasser. Ah, da haben wir so ein bisschen porösen Stein da oben. Da kommt Wasser durch. Naja, also bisher sieht es echt gut aus. Gefällt mir. Halten macht man auch über die Triggertasten. Genau wie bei The Climb. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal das Game. Start new game. Sogar Voice Command. Ach, da ist eine Riesenbrücke. Also ich muss sagen, ich habe Indie-Titel gespielt. Die sahen viel, viel schlechter aus als das hier. Also das sieht schon echt cool aus. Ne, und ich kann es nicht oft genug sagen, immer im Hinterkopf behalten, ist ein Indie-Titel. Ja, genau. Das muss ich noch erklären. Wenn ich jetzt weggehe, erscheint hier ein schwarzer Punkt. Und wir sollten immer ungefähr dastehen, wo auch der schwarze Punkt ist. Also es gibt keinen kompletten Room-Tracking hier, 360 Grad, sondern wir haben halt einen Bereich, wo wir sein sollten. Und klar, wir können uns natürlich ein bisschen hin und her bewegen, ne? Wie ihr seht. Das dauert was, bis der schwarze Punkt erscheint. Aber in dem Bereich sollten wir uns aufhalten, aber ist auch kein Problem. Hier braucht man jetzt auch nicht unbedingt komplettes Room-Tracking. So, jetzt passieren wir mal die Brücke, oder? Also wer jetzt Höhenangst hat, ne? Wegschauen. Ist schon hoch. Cool wäre natürlich jetzt noch, wenn diese Holzbretter hier knarzen würden. Und noch cooler wäre ja natürlich, wenn wir hier Fußtracking hätten und uns da immer drüber bewegen müssten. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Also Fußtracking gibt es natürlich schon, aber auch keine vernünftigen Spiele, die da so einen riesen Mehrwert geben, sage ich mal. Bei Boneworks zum Beispiel wäre es cool. Da habe ich schon mal gedacht, ich müsste jetzt irgendwas wegtreten. Okay. Haben wir geschafft, haben wir überlebt. So, springen mache ich hier rüber, über Grip. Ne, dann springt er immer. Was haben wir sonst noch? Ja, okay, Buttons gehen auch. Das ist der A-Button. Da kann man dann auch springen. Aber über Grip geht echt easy. So, die kicken wir jetzt runter. Nein, schade. Na gut, hier die Texturen, das sieht man natürlich, ne? Sieht nicht ganz so toll aus, aber
Aber alles andere, wenn ich so in die Ferne blicke, das sieht schon cool aus. Also, cooles Feeling. So, klettern wir mal hier so ein bisschen entlang oder hangeln wir uns entlang. Oh, jetzt müssen wir springen. Springen. Jawoll. Okay, das sieht zwar aus wie eine Sackgasse, aber ich möchte das trotzdem mal gerne erkunden. So, jetzt seht ihr hier einen roten Ring. Und wenn er grün ist, hält er sich fest. Der Controller vibriert dann auch, wenn er sich festhält. Halt, ja, bei den Valve Index Controllern ist es jetzt ein bisschen schwach, könnte ein bisschen besser, stärker vibrieren, aber ist okay. Mal schauen, was es da zu entdecken gibt. Das soll auch kein Spiel sein, wo wir uns jetzt durchrushen, sondern soll halt wirklich so sein, dass wir uns hier ein bisschen Zeit nehmen, alles einfach so ein bisschen erkunden. Aber so ist die Idee vom Entwickler. Na, manchmal verschwindet der grüne Ring. Dann ist man sich nicht ganz sicher, hat man da das jetzt irgendwie in der Hand oder nicht. So. Haben wir geschafft. Kann man hier auch hochklettern? Nee, okay. Gibt es jetzt hier auch was zu erkunden? Ah, guck mal hier. Ja, cool. Ah, klettern wir mal hier hoch, oder? Oh nein. Mal schauen, wo der Weg uns noch hinführt. Ah, okay. Hier ist auch schon Ende. Nee, hier ist nicht Ende. Hier können wir duschen. Ah, wir stinken ja auch schon so ein bisschen. Die ganze Kletterei hier. Und eine Buddel voll rum. Okay, die kann man jetzt nicht runterschubsen oder so, das wäre natürlich cool. Wir haben auch keine Konditionsanzeige oder so, also wir können uns dann halt auch die ganze Zeit festhalten, wenn er einmal festhält, weil es halt auch keine Simulation sein soll. Soll so ein bisschen ein Mix von allem sein. Okay, Leute, wir sind da hinten abgestürzt. Ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal den Weg entlang, mal gucken, was uns da so erwartet. Weil es sieht für mich auch so aus, dass das so ein bisschen, ja, eine Sackgasse sein könnte. Dass wir dann sowieso wieder zurück müssen. So, weiter geht's. Schauen wir mal ganz kurz hier runter. Wow. Okay. Und gut, dass der uns nicht getroffen hat. Und wäre jetzt schon vorbei gewesen.
Und Spieldauer sollte, wie ich mich erinnere, so ungefähr 1,5 Stunden sein. Je nachdem natürlich, wie lange man sich hier aufhält. Klar, man kann sich auch jetzt viel, viel länger aufhalten. Aber so, das ist die ungefähre Spieldauer. Okay, hier geht's jetzt nur runter. Also wenn ich mir überlege, man wäre hier wirklich selber, schon ein cooles Feeling dann. Natürlich vermittelt das VR natürlich auch so ein bisschen, aber sowas in Wirklichkeit zu erleben, ist natürlich ganz was anderes. Swimming. For swimming, moves the thumbstick forward. For swimming, touch on the touchpad. Ja, wir haben Thumbstick, also schwimmen mit dem Thumbstick. Ja, ist klar. Ich würde jetzt in Wirklichkeit, weil hier ein Schild steht, würde ich auch hier runterspringen. Aber wir probieren es mal einfach. Hey! Okay, da sehe ich eine Höhle. Oder irgendeinen Eingang auf jeden Fall. Das sind auch unsere beliebten Steine wieder. Ja, wir tauchen jetzt im Wasser. Okay, ich denke, das war gerade so ein bisschen entweder Ladebildschirm oder wir haben keinen Sauerstoff mehr gehabt. Wow. Boah, schaut euch das mal an, wie riesig das hier alles wirkt. Haben wir so einen ruhigen Bachlauf. So, die Sounds von so Bachläufen sind ja echt cool, finde ich. Total beruhigend. Oder man muss auf Toilette, kann natürlich auch passieren. Oh, hier sieht man, wie die Wand so von Sand und so weiter, und wo alles runtergelaufen ist. Also hier sieht man auf jeden Fall, dass hier schon mal immer Wasser runterläuft. Klar, auch wenn die Textur jetzt nicht so der Knaller ist. Hier haben wir auch wieder einen Wasserfall. Kann man hier rüber? Ich will hier rüber. Bleib doch schon mal. Hier wird es auch direkt dunkler. Das sieht man auch ganz gut. So, jetzt können wir uns überlegen, ob wir hier lang laufen oder da geht es auch noch weiter. Na komm, wir laufen hier weiter. Ich will jetzt aber auch gar nicht das komplette Spiel zeigen. Ich will euch so ein bisschen ein paar Eindrücke zeigen vom Game hier. Und dann müsst ihr halt entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Wall Run. Trackpad Movement Run and Jump Against the Wall. Keep Running. Okay, hier machen wir so eine Art Matrix Jump. Die Wand entlang laufen oder was? Okay, warte mal, ich laufe jetzt. Spring gegen die Wand. Okay, dann hat man auf jeden Fall einen richtig langen Sprung. Okay, da hängen zwei Seile. Da kann man auch noch klettern. Normal Movement Swing. Move the controller back and forth. Forward direction of the controller and the timing is important. Okay. Okay, wir probieren jetzt mal diese Seile zu erreichen. Ob das klappt. Muss natürlich ein gutes Timing dann dabei haben. Hab ich nicht. Und tot. So, weiter geht's. Ich würde sagen, drei Versuche probieren wir hier.
Und wenn das dann nicht klappt, okay, das eine Seil ist weg. Okay. Haben wir abgerissen. Dann gehen wir den Weg lang hier. Dann gehen wir den Weg lang. Mal schauen, was hier noch so kommt. Wow, stellt euch jetzt mal vor, ihr hängt hier. Und unten ist gar nichts. Außer der Tod. Sieht aber echt cool aus, auch mit dem Wasserfall hier runter. Da oben stehen Kisten, sehe ich gerade. Da. Na, schauen wir mal. Immer ganz langsam. Nicht hetzen. Das führt nur zu Fehlern. Und man schmiert ab. So, geschafft. Yes! Oh, ich bin mit dem Arm hängen geblieben, glaube ich. Okay, dann geht's hier hoch. Okay, ich bin abgeschmiert und bin gestorben und dann war der Checkpoint hier. Okay. Okay, okay. Können wir erstmal mit leben. Da ist eine Kiste. Ist da was drin? Nein. Schade. Abseiling. Touch the carabiner. Press down on the touchpad. Press push down the thumbstick. Okay. Oh, schauen wir uns erstmal hier so ein bisschen um. Cool, jetzt können wir uns hier abseilen. Das ist aber geil. Okay. Okay, so befestigt man den. Und jetzt müssen wir viel Vertrauen haben. Okay, und einfach Thumbstick runterhalten. Okay, das Seil geht ein bisschen durch meinen Kopf. Das ist ein bisschen, ja, störend. Okay, einfach bewegen, dann geht das wieder ab. Da wäre besser gewesen, wenn man das irgendwie hinten befestigt hätte. Okay, hier müssen wir nochmal springen. Hey! Okay, hier geht's tief runter. Jetzt müssen wir gucken. Also es ist auch nicht immer ganz klar, wie halt auch in der Realität, wo man wie jetzt weiterkommt. Und da muss man so ein bisschen schauen, ob man eine Chance irgendwo hat. Wir könnten versuchen, hier rüber zu springen. Aber der hält uns auch so ein bisschen ab davon. Jetzt gehen wir hier mal hoch. Das könnten wir eventuell überleben, wenn wir jetzt hier runterspringen. Also hier rüber? Na komm, probieren wir einfach. Okay, das haben wir geschafft. Wir leben noch. Ah! Wer lacht, wenn wir das nicht schaffen. Oder? Ne, ich hab's nicht geschafft. Okay, das war der falsche Weg scheinbar. Wo könnten wir denn lang? Wo könnten wir lang? Ja, hier könnte man auch noch versuchen runterzugehen. Ja, probieren wir einfach mal, oder? Was soll passieren? Außer dass wir sterben. Da kann man auch noch runter. Komm, wir probieren's. Weiß nicht, ob wir dann festhängen irgendwo. Und tot. Jetzt sterben wir aber oft hier. Komm, wir rutschen jetzt einfach hier runter. Geronimo! Wir haben überlebt. Okay, hier ist keine Höhle oder sonst was. Da sind Steine. Da sind Steine. Vielleicht kann ich mich hier festhalten. Jawohl. So, komm mal raus. Mal gucken, wie weit wir jetzt irgendwo hin müssen. Ganz nach oben wird es wahrscheinlich ja nicht gehen. Wir müssen wahrscheinlich nur nach da, oder? Okay. Das hätten wir schon mal gemeistert. Wäre jetzt cool, wenn man hier jetzt durch könnte.
War als Kinder immer toll, wenn man so Bäume gefunden hat im Wald, die komplett innen hohl waren. So, da ist noch ein Bachlauf. Ich weiß nicht, ob es da weitergeht. Müssen wir jetzt mal schauen. Ne, hier geht's weiter. Boah, wie riesig das alles aussieht. Da führt ein Weg lang. Okay. Okay, ich dachte, ich könnte den Faden ziehen. Da ist jetzt eine Leiter. Komm langsam wieder an die Oberfläche. Na? Ja, da muss man immer warten, kommt der rote Kreis und dann kann ich greifen. Ansonsten kann es schon mal sein, dass man halt daneben greift. Gut ist halt, dass man immer eventuell den anderen noch festhält, dass man dann nicht komplett runterfällt. Erstmal, um sicher zu gehen, hält der jetzt fest oder nicht. Ist in VR ja immer so ein Problem vom Feedback. Ne, in Wirklichkeit weiß ich, ich habe jetzt hier die Sprosse in der Hand. Hier weiß ich das leider nicht. Wofür führt der Weg denn jetzt überhaupt lang? Okay. So, da geht's nicht weiter, oder? Nee. Jetzt müssen wir uns wieder so einen Weg suchen. Wow! Boah! Boah, das war fies. Das war richtig fies. Boah. Also klar, sollte es jetzt simulieren, dass man auch schon mal irgendwo runterrutschen kann. Aber in VR ist das für die meisten Leute echt, was Motion Sickness angeht, tödlich. Sollte man als Entwickler nicht machen. Also nicht in dem Stil, wenn dann überhaupt langsamer. Das ging jetzt alles ein bisschen schnell. Okay, da geht's hoch. Oh je. Na komm. Also sind schon krass die Leute, die sich hier wirklich sowas in Wirklichkeit machen. Und die können sich dann auch wirklich mit ihren Händen so lange festhalten. Und also die haben schon richtig Kraft in ihren Händen und Armen. Kann man sich als normaler Mensch gar nicht vorstellen. Ich sag mal, als 0815 Mensch. Und dann natürlich viele ohne Absicherung, ne? Das ist natürlich auch krass. Na. Okay, jetzt muss ich hier nochmal irgendwie festhalten, dass ich umgreifen kann. Der hat gehalten, okay, das ist gut. Mal gucken, wo der Weg hier hinführt. Ins Nirgendwo. Ah, jetzt habe ich wieder ein Problem. Ich sehe nicht, ob der gegriffen hat oder nicht. Ja. Das ist so ein bisschen, ja, ist nicht gut, ist nicht schön gelöst, meiner Meinung nach. Muss ich leider sagen. Also Feedback, ob der gegriffen hat oder nicht, sollte besser sein. Ja, auch wenn man es nicht mit The Climb vergleichen kann, aber bei The Climb weiß ich immer, der hat gegriffen. Der hat wirklich jetzt gepackt und ich brauche mir keine Sorgen machen. Außer auf die Kondition muss ich mich ein bisschen kümmern und aufpassen, aber ansonsten weiß ich, der greift. Das ist hier nicht der Fall. Und das möchte ich auch jetzt nicht hier schönreden. Gehen wir mal einen ganz anderen Weg hier. So, jetzt sind wir wieder
an den Leitern. So, und da oben muss jetzt irgendwie so ein Stand sein mit kalten Getränken. Da muss ich ja jetzt lohnen. Ein kühles Bierchen und so. Also von der Kulisse her gefällt mir das total. Wenn man so in die Ferne blickt. Da kann man nicht meckern. Ist grafisch auch vollkommen in Ordnung als Indie-Titel. Okay, jetzt ist da hinten eine Leiter, habe ich gerade im Augenwinkel gesehen. Boah, die ist aber schräg, oder? Ach du Scheiße. Aber sie sieht massiv aus. Wir brauchen uns keine Gedanken machen, dass hier Sprossen abreißen. Aber die könnte jetzt umkippen. Aber ich vertraue hier dem Entwickler, dass er die befestigt hat. Schön hier in die Felswände gedübelt. Ach, ich will jetzt hier nicht nochmal runterfallen. Also nochmal den ganzen Weg hier. Ne. Also da wiederum wäre es cool, da muss ich das mit The Climb vergleichen, dass man auf so einer großen Strecke, sage ich mal, diese Checkpoints hat, dass man hier diese Seile hat, wo man sich einhaken kann, und das gilt dann als Checkpoint. Also das wäre hier auch eine Überlegung wert, definitiv. Weil man braucht nur einen Fehler machen und schon war es das. Das geht noch eine ganze Weile hoch, ne? Und wir klettern immer höher und höher. Ob das so gut ist. Okay, jetzt bin ich hier runtergefallen. Ja, und das war's dann erstmal hierfür, ne? Also den Weg können wir jetzt schon uns sparen. Jetzt müsste ich dann wieder komplett... Oh Gott! Okay, hier haben wir den Speicherpunkt jetzt. Aber. Okay, der Speicherpunkt ist jetzt natürlich suboptimal, sag ich mal. Hier ist aber auch nichts, wo ich jetzt greifen könnte. Ja, doch. Das geht sogar bis hier, okay. Jetzt muss ich springen und mich dann da festhalten, oder? Ja. Ja, das mit den Springen und Greifen, das ist... Ne, gefällt mir nicht. Gefällt mir einfach nicht. Okay, ich hab's geschafft. Also man kann es schaffen mit ein bisschen. Aber ich muss leider sagen, ich bin nicht mega geduldig. Also bei mir ist dann auch irgendwann vorbei. Und dann reißt der Geduldsfaden auch. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ein Spiel soll eine Herausforderung sein, keine Frage. Aber es muss auch Spaß machen. Und wenn das halt nicht gegeben ist, dann kann ich auch ganz schnell ragen. Okay. Once again. Halt dich schön fest. Halt dich schön fest. Gar nicht schlecht wäre natürlich auch, wenn man hier jetzt als Absicherung hier so Haken in die Wand schlagen könnte. So Absturzsicherung. Das weiß ich nicht, dass man davon immer mal wieder welche findet, die man dann nutzen kann. Sollte natürlich auch nicht zu viel sein. Aber das wäre eine Möglichkeit,
sich so eigene Checkpoints zu machen, sag ich mal. Okay, jetzt sind wir gleich da. Ich bin gespannt. Ob das jetzt hier eine Sackgasse ist oder nicht. Oh, wir erkunden eine Höhle. Wir erkunden eine Höhle. Das ist natürlich auch cool. Ah, ist keine richtige Höhle, okay. Okay. Also, klar ist das jetzt hier schon der finale Teil gewesen, aber ihr habt ja gesehen, wie viele Sprossen und Sachen ich ausgelassen habe. Also ich bin jetzt hier wirklich durch gut Glück, bin ich hier direkt angekommen und hat das Spiel natürlich dann schnell beendet. Aber es gibt so viele Sachen noch zu entdecken und wo man hochklettern kann und so weiter. Also das ist jetzt nicht wirklich, ja, das komplette Spiel, was ihr jetzt hier gesehen habt. Ja, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, ein Like raus. Abo-Button nicht vergessen. Tut euch nicht weh. Hilft mir, weiter auf die 1000 zuzulaufen. Und ja, was sagt ihr zu dem Spiel? Wie ist eure Meinung? Einfach mal in die Kommentare. Ich denke mal, der Entwickler wird hier mit Sicherheit auch mitlesen. Ihr könnt ihn dann gerne auch Fragen stellen und so weiter. Er wird euch die mit Sicherheit dann auch beantworten. Und ja, wie gesagt, es ist ein Solo-Projekt und da möchte ich auch jetzt gar kein großes Fazit oder so geben. Es kostet 12 Euro, es ist eine kleine Erfahrung. Man kann super viele Sachen noch entdecken, also wie eben schon erwähnt, das ist nicht das komplette Spiel. Von daher habe ich jetzt echt nur Glück gehabt, dass ich genau diesen Weg gegangen bin, um ans Ende zu kommen. Wer weiß, was wir noch alles hier entdecken können. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.